traurig aus mittlerweile. Leute, wunderbar, dass ihr eingeschaltet habt hier auf unserem Kanal, unser Kleingarten. Ja, unser Kleingarten, das Stichwort. 2021 im Februar haben wir den ja übernommen. War völliges Ödland hier, beziehungsweise komplett überwuchert mit Un- und Beikräutern. Und jetzt haben wir quasi Herbst 2022. Und ich finde, es sieht langsam alles ein bisschen traurig aus. Ich komme hier gerade an, eine Woche nicht da gewesen. Ja, was hat sich verändert seitdem, muss ich ganz ehrlich sagen. Was die Pflanzen angeht, Wachstum, nicht so super viel. Einige wenige Sachen sind am Wachsen. Andere Sachen haben sich total nicht, überhaupt gar nicht verändert. Also wie zum Beispiel das Unkraut, sieht echt schlimm aus. Muss mir den Weg hier so ein bisschen freischaufeln, ihr seht. Es liegt alles so ein bisschen schlampig hier rum. Da vorne, hier Umzugskartons. Ja, in der letzten Folge habe ich es ja gesagt, nicht nur ich suche eine Wohnung, Martin sucht auch eine Wohnung, weil wir auseinanderziehen. Und ja, wir haben uns getrennt. Da kamen so einige Kommentare von euch, die, ja, sag ich mal, ihre Beileidsbekundung oder ähnliches ausgedrückt haben. Leute, alles halb so wild. Natürlich ist sowas traurig, gerade nach 7 Jahren, die wir nun zusammen waren. Aber wir sind uns da beide einig und manchmal ist so ein schwerer Schritt doch auch einfach das Beste für beide. Und so ist es bei uns ganz eindeutig. Und deshalb liegen hier auch Umzugskartons. Die haben wir von einem Freund bekommen. Vielen Dank nochmal dafür. Und wurden hier abgelegt. Ja. Und ansonsten ist hier einiges, ehrlich gesagt, ganz schön traurig. Dieses Wetter ist auch richtig, richtig scheibenkleistermäßig so. Könnt ihr mal gucken, wie das hier so aussieht. Und dabei muss ich sagen, heute ist es sogar schon relativ gut. Also gestern hat es den ganzen Tag geregnet. Heute sollte toller Sonnenschein sein. Bisher ist das nicht der Fall. Kommt vielleicht noch. Ich zeige euch nachher auch mal, wie es hier so aussieht. Aber so wie es jetzt gerade ist, muss ich ganz ehrlich sagen, meine Stimmung ist total gedrückt. Ich weiß ehrlich gesagt auch gar nicht, ja, wie es weitergeht. Wir alle wollen hier an dem Garten gemeinsam festhalten. Aber ihr seht ja, so viel ist in der letzten Zeit nicht passiert. Ja, und im Sommer, klar, waren Martin und ich sehr häufig hier. Ich war mit Tim jetzt die letzten Wochen auch immer mal wieder unterwegs. Aber so richtig viel im Garten war jetzt auch nicht beispielsweise. Und das ist dann auch schon richtig, richtig viel Arbeit, die hier ja dann auf weniger Schultern einfach lastet. Deshalb, dann kommt noch hinzu, halt ja die Videos zu machen, zu schneiden und so fort. Das ist natürlich super, super aufwendig. Und natürlich macht mir das immer Riesenspaß, wenn wir euer Feedback bekommen, eure ganzen Hilfen. Hier ist der Tobi Nambur auch schon abgeblüht. Eure ganzen Hilfen, Tipps und Tricks und Feedback auch, dass es euch Spaß macht zuzuschauen. Aber ja, auch das ist in den letzten Wochen, also danke für die Kommentare, aber auch das ist in den letzten Wochen einfach mal so, dass die Videos viel weniger angeschaut werden als noch im Frühjahr beispielsweise. Und da stelle ich mir natürlich auch die Frage, ob wir irgendwas falsch machen, besser machen können, wie auch immer, weil ja, das ist nicht gerade motivierend, wenn man merkt, dass da einfach ja, das nicht mehr so ist, wie das vielleicht mal Anfang des Jahres war. Das andere ist, dass ich natürlich auch mit der Veränderung in meinem Leben sich bei mir hoffentlich neue Sachen auftun. Ich hatte euch ja letztens erzählt von der Wohnungsbesichtigung, die ich hatte. Und das war auch ehrlich gesagt absolut schräg, was da ablief. War eine sehr, sehr schöne Wohnung, die mir sehr gut gefallen hat. Eigentümer, auch nette Person. Ja, letztendlich kann man dazu nur sagen, ich habe die Wohnung nicht bekommen. Und letztendlich kann man aber dazu auch sagen, ich hätte sie im zweiten Anlauf bekommen können, aber habe mich jetzt erstmal ein bisschen für was anderes entschieden
Und ich überlege tatsächlich auch, ob ich da nicht mal ein bisschen mehr mache auf einem anderen Kanal irgendwie, weil ja, da passiert einfach gerade sehr viel und ich will ja im Frühjahr auch wieder sehr, sehr lange verreisen nach Südostasien. Schreibt doch gerne mal in die Kommentare, ob euch das interessieren würde. Machen werde ich es höchstwahrscheinlich sowieso, weil als ich letztes Jahr in Südostasien war, ihr könnt ja mal klicken, ich verlinke den Kanal einfach. Da hat es auf jeden Fall auch ein paar andere Leute interessiert. Und das hatte ich dann irgendwie auch ganz abrupt aufgehört dort vor Ort, weil ich dann ja nicht mehr allein unterwegs war, sondern weil Martin auch mit dabei war und weil ich mich einfach ein bisschen mehr dann logischerweise um ihn kümmern wollte und mehr Zeit mit ihm verbringen wollte. Quality Time, wie man so schön sagt. Und ja, jetzt kann ich mich aber komplett und hundertprozentig auf mich konzentrieren und vielleicht auch neue Projekte. Ja, wie ihr seht, das habe ich jetzt mal kurz kundgetan, wie so die Stimmung ist irgendwie. Von all dem. Ganz klar, Martin und ich verstehen uns super mit allen Höhen und Tiefen, logischerweise, die natürlich in so einer Phase der Trennung auch da ist. Also wir haben uns nicht verstritten oder irgendwas. Klar gibt es auch mal Diskussionen, aber das ist auch in der Beziehung so gewesen und das ist ja auch richtig, auch in Freundschaften und dementsprechend sehe ich eigentlich auch keine Gefahr hier für den Garten. Also wir werden hier schon alle gemeinsam weitermachen. Ich denke, soweit Martin will das absolut genauso wie wir auch, also wie ich und Tim ja sowieso. Ja, dann so viel dazu, mal ein kleines Update, was bei uns eigentlich persönlich so abgeht, weil es halt, wie gesagt, auch mit der Mitteilung des Auseinanderziehens dann tatsächlich kam, dass es mit einem kurzen Statement abgetan und so. Nee, soll ja gar nicht so sein. Klar, es gibt immer Sachen, die sind irgendwie ein Stück weit auch privat. Andererseits weiß ich auch, viele von euch sind auch daran interessiert, was privat so ist und so läuft. Und ich glaube, wir sind jetzt an dem Punkt gewesen, wo wir das auch mal so, wo ich das auch jetzt mal so offen sagen konnte. Ist ja auch nichts Schlimmes, kein Geheimnis oder irgendwas. Ja, und wenn ihr mehr aus dem zukünftigen Leben und den Reisen des Roberts, der Wohnungssuche sehen wollt, dann wird es hoffentlich bald einen Kanal geben, wo auch das dann kommt. Aber jetzt bin ich hier erstmal angekommen. Gidi ist heute auch nicht da. Bei dem Wetter kann ich auch nachvollziehen. Würde jetzt auch. Ich wollte aber irgendwie, war lange nicht hier. Wir waren die Woche nämlich unterwegs, Tim und ich. Zum Beispiel und davon erzählen wir vielleicht später nochmal. Der will nämlich auch kommen, bin ich mal gespannt. Wir haben noch einiges an Content auch im Winter für euch im Plan. Ich muss aber mal gucken. Ich glaube, die Videos werden einfach jetzt mal ein bisschen kürzer, weil es ist wie gesagt anstrengend, wenn man hier in den Garten geht und man will auch was schaffen und dann bin ich alleine hier und dann muss ich alleine auch Content irgendwie für euch produzieren, was mir wie gesagt total Spaß macht, aber auch einfach Druck macht. Und das Ganze soll Spaß machen. Ein gewisser Druck ist sicherlich für viele auch nicht verkehrt, auch nicht für mich. Aber wie gesagt, es soll Spaß machen hauptsächlich und deswegen wird es so kommen. Leute, wie ist es denn bei euch jetzt im Herbst? Es gibt ein paar Sachen, die sind ja richtig geil. Also zum Beispiel diese tollen Sonnenblumen. Es sind glaube ich auch Demeter-Standard-Sonnenblumen irgendwie, die wir hier haben. Die haben ja wohl die geilste Herbstfarbe überhaupt. Und noch mehr. Ich zeige euch das einfach mal, aber erstmal komme ich hier ein bisschen an. So, und gerade noch habe ich gesagt, es ist so grau, düster. Dann komme ich. Und dann kommt er. Ja, die Sonne ist Grau rausgekommen. und düster. Die Sonne ist rausgekommen und es scheint nicht nur die Sonne, sondern es scheint auch die Sonne aus Tims Arsch. Und ich habe vorhin nämlich gesagt, dass ich, muss wieder gepiept werden, ne? Habe vorhin nämlich gesagt, dass es alles nicht so einfach ist derzeit. Herbst, Umzug, Trennung. Jetzt machst du aber das ganz große Jetzt Drama, mache ich oder? das ganz große Drama. Oh, Rosamunde Pilcher, ZDF. Und auch wenn wir die letzten Wochen ja viel unterwegs waren, wir zwei, Ja. bisher im Sommer nicht sehr oft hier im Garten gewesen. Ne? Nee, bin ich nicht. Ja. Also ich habe ja angefangen schon die ganzen Sonnenblumenkerne hier zu ernten und habe festgestellt, dass innerhalb dieser, wir haben das ja geschützt mit diesen Gardinen, ja, tatsächlich irgendwas schon die ganzen Kerne geerntet hat. Merkwürdig. Aber es sind noch genug da. Und dann können wir auch Gitti beispielsweise Kerne drüben geben. Und Uwe zum Beispiel und, und. Das ist jetzt gerade alles so ein bisschen ungünstig irgendwie. Weil du einmal kochst jetzt. Ja. Tim kocht nämlich normalerweise nicht bei uns.
Was heißt denn bei uns? Du tust so, als würden wir schon zusammen leben. Tun wir gar nicht. Nein. Ich meine jetzt hier im Kleingarten. Es ist auch extrem dunkel, weil es regnet gerade. Und ich habe ihm gesagt, das ganze Besteck, was er braucht, ist da draußen in der Outdoor-Küche, da hinten. Ja, super. Aber wir improvisieren jetzt. Tolle Idee mit der Outdoor-Küche, wirklich. Ja, tolle Idee, ne? Ja. So, was kochst du denn heute, Tim? Abgelaufene Würstchen und abgelaufenen Grillkäse. Du weißt, dass das kein Kochen ist, ne? Warum ist das kein Kochen? Weil das Erhitzen von schrecklich verarbeiteten Fastfood ist. Liegt der Sinn im Kochen nicht im Erhitzen von Speisen? Ich will aufpassen. Du willst jetzt kochen, oder? Ich koche jetzt. Das ist auch richtig schön alles eingerichtet hier, ne? Ja, so. Die Pfanne. Kriegen wir das Licht hier eigentlich an? Nee, dann fliegt die Sicherung wieder raus. Lass es. Okay. So, die Pfanne ist... Es riecht verbrannt, ja. Genau, dann ist das richtig mit dem Öl. Naja, gut. Könnte ein bisschen mehr Bums haben. Oh, es riecht wirklich ganz komisch. Ja. So. Dann mache ich die Würstchen noch rein. Hier, guck mal. Die sind vegan, oder? Die sind definitiv nicht vegan, aber ich kriege die auch gar nicht. Wie kriegt man die denn raus? Ach, das ist aber auch wieder alles. Deswegen macht mir Kochen keinen Spaß. Das alles so schwer ist. Gibt es das nicht schon irgendwo fertig? Du tust immer so, als würde ich das alles nicht können. Ich kann das, aber es ist halt, schwierig. Ja, du kannst das. So. Ja. Ja, mit den Fingern muss jetzt, würde ich schon mal umdrehen, das eine, ne? Sieht irgendwie aus wie ein trauriges Gesicht, finde ich. Wie dein trauriges Gesicht. Na, da guck mal, hier, das ist doch, da läuft doch was. Boah, ist das ekelhaft. Du saust auch alles ein, ne? Und ich muss meinen Tee da wegnehmen, meinen grünen Tee. Ja, wir werden ja immer wieder gefragt, wie weit in unserer Laube jetzt ist. Und ich zeig's euch mal. Redest du mit mir? Nein, ich rede nicht mit dir. Ach so. Es ist noch immer eine absolute Abstellkammer hier nur. Das muss man wirklich sagen. Wir müssen hier langsam mal was machen. Vielleicht schaffen wir im Winter mal ein bisschen was. Wäre jetzt jedenfalls nicht schlecht, glaube ich. Und wie weit ist dein Essen? Ja, es sieht schon ganz gut aus. Es riecht auch schon. Du hast jetzt noch mehr Öl reingemacht, ne? Ja. Weil ja viele Vitamine sind ja fettlöslich. Hast dich ja letztens mit beschäftigt, ne? Ja. Ich dachte, du richtest jetzt an. Ja, tue ich doch. Die Leute warten im Kochfernsehen. Ich kann nicht jedes Mal so einen Zeitraffer reinhauen. Ich glaube, wir brauchen noch ein bisschen Würstchen. Oder glaubst du, dass die... Du hast doch auch mal Fleisch gegessen. Huch, au, Die sind mega fertig. Ganz schön gefährlich. Und hast du so schön angerichtet hier. Ja, dekorieren kann ich. Aber glaubst du, das ist so, dass... Dekorieren, was ja... Tellersprache heißt das Ganze. Tellersprache. Das hieß es ja auch bei dem Dreh, ne? Haben wir gelernt. An der Tellersprache könntest auch du noch arbeiten, finde ich. Nee, das kommt ja jetzt noch. Jetzt warte mal, das ist ja noch nicht fertig. Ja, das ist fertig. Komm rauf damit jetzt. Glaubst du, es ist fertig? Ja, es ist fertig. Definitiv. Um mal den Beweis zu zeigen, ist es tatsächlich und wirklich abgelaufen gewesen. Und wenn sowas abläuft... Wie so ein Grillkäse. Jetzt mach das endlich darauf. Gott. Ach, wie soll das gehen? Lass die Tellersprache sprechen. So. Fertig. Soll ich? Ich probiere. Nicht hier essen. Das ist doch ungemütlich. Nicht im Stehen essen. Du immer mit deinem nicht im Stehen essen. Ich verstehe das überhaupt gar nicht. So, ihr Lieben. Und was macht ihr so als Frühstück? Schreibt es doch gerne Robert. Mal in die Kommentare. Du sollst es genießen einfach. Und in der Natur kann man am besten genießen. Aber es regnet. Also, es regnet. Drinnen ist es im Stehen. Nein, du musst vernünftig hier das Essen. Aber jetzt. Die Stühle sind nass, Robert. Ja, das ist mir egal. Ach.
So, und jetzt ist die Sonne schön rausgekommen und ich dachte, ich kann euch ja doch noch mal einen ganz kurzen Überblick geben. Und zwar hier, Gründüngung habe ich hier ausgebracht gehabt und da kommt auch richtig, richtig viel schon derzeit. Fast ein bisschen zu viel. Und da will ich auch noch Gründung aufgeben. Gründüngung, nicht Gründung, oder? Weiß ich nicht. Ja, was irgendwie nicht so gut aussieht, sind die Physalis, heißt nicht so gut. Die sind so in die Seite gegangen und immer wieder läuft man irgendwo gegen und bricht dann solche Äste ab. Und hier kann ich auch wieder zwei, drei ernten. Aber so richtig viel, richtig reif ist der Großteil bisher noch nicht geworden. Und bei den gefallenen Temperaturen kann ich mir auch nicht mehr vorstellen, dass das noch der Fall sein wird. Ähnlich steht es mit den Zucchini. Und zwar haben wir da eine Pflanze gehabt, an der noch eine Zucchini schon letzte Woche zu sehen war. Die war aber ehrlich gesagt auch letzte Woche schon so klein. Dementsprechend glaube ich nicht, dass da noch viel kommt. Ich werde die ernten, dann ist sie weg. Jetzt, was wir auch geerntet haben, habe ich ja gesagt, sind hier die Sonnenblumen. Die habe ich jetzt abgeschnitten, weil obwohl wir dort so einen Schutz drum gemacht haben, damit die Vögel die nicht fressen, ist ein Großteil von irgendwelchen anderen Tierchen innerhalb dieses Schutzes abgefuttert worden. Da habe ich jetzt viele Kerne geerntet und die jetzt aber zum Trocknen erstmal hingelegt, weil die einfach auch sehr feucht waren und ich nicht will, dass die schimmeln. So, hier stehen zwei große Eimer mit Unkraut. Das ist komisch, weil ich Martin eigentlich gesagt habe, dass er die ausleeren möchte, bitte. Und hier sehe ich unsere Inka-Gurke, also eine von den Inka-Gurken. Warum ist die denn jetzt bitte schön weg? Das wundert mich jetzt aber mal gucken, weil vorne habe ich sie gerade noch gegossen. Die da vorne an dem Fahrradständer, an dem Ranggerüst fest ist und die hier hinten, die Inka-Gurke, ist weg. Weg heißt, sie ist sehr weit zurückgeschnitten. Die war komplett hier in dem Busch verankert, ist bis hier hinten gerankt auch schon, also bis an den Zaun und hier hoch. Und da ist überhaupt alles komplett jetzt weggeschnitten worden. Martin war definitiv nicht da und hat es nicht gemacht. Ich bin jetzt echt verwirrt, beziehungsweise ich gucke da mal rüber. Gitti ist ja heute nicht da, aber sag mal, Gitti, ich weiß ja, dass du unsere Videos auch schaust. Kann es sein, dass du hier die Inka-Gurke weggemacht hast? Und auch hier ist irgendwie ein bisschen was anders, glaube ich. Bin mir aber nicht ganz sicher. Liebe Gitti, schreib doch gerne mal in die Kommentare rein, was da passiert ist. Ist ja ein bisschen wunderlich gerade. Aber wenn ich hier hinten schon mal bin, dann sehe ich unsere wunderbare Malve wieder. Die freue ich mich ja jedes Mal drüber, die hier auch richtig groß geworden ist schon. Und da gibt es auch immer noch Boric, der hier schön wächst. Ja, der Fahrradständer. Irgendwer meinte letztens in dem Video, ja, das ist ja toll. Achso, das war, glaube ich, eines der alten Videos, wo wir die gerade rausgemacht haben, unsere alten Tore. Und meinte, ja, das kann man ja als Ranggerüst verwenden. Und das tun wir ja auch dort, wie man sieht. Das war Tims Idee zum Beispiel. Der da hinten sitzt und lecker, gesundes Essen in sich reinschaufelt. Ja, und was immer noch top aussieht hier, ist einmal Topinambur. Es verblüht mittlerweile komplett. Und was noch nicht komplett verblüht ist, aber schon ganz schön, ist der Yacon. Und bei den Yacon-Pflanzen hatte ich die letzten Wochen gesehen, dass sich die Blätter zum Teil so ein bisschen hier eingekringelt hatten. Ich glaube, weil ich ein bisschen zu viel gedüngt habe. Und jetzt sind die aber fast wieder komplett ausgekringelt, hätte ich fast gesagt. Bekommen hier auch viel Wasser derzeit, weil es so viel regnet. Ja, aber da wartet man ab, glaube ich, mit der Ernte, bis es komplett abgestorben ist obenrum alles. Das wird erst im Winter, die müssen ja auch ein bisschen ernten, damit die erstmal überhaupt einen vernünftigen Geschmack bekommen. Ja, und dann vor unserem Gewächshaus, richtig toll, die Artischocke. Ich weiß gar nicht, habt ihr eine Ahnung? Also die geht ja fast auf. Blüht die denn in diesem Herbst noch? Oder wie sieht es aus? Hier daneben Rucola, da habe ich einiges ausgesät. Das war nicht so ertragreich bisher. Also ist nicht so viel zu sehen. Aber was ich jetzt gemacht habe hier, ist
Wir hatten ja hier die ganzen Melonen weggemacht. Die waren ja leider geschmacklich vom Test her. Die haben sehr nach Melone geschmeckt, aber überhaupt nicht süß, obwohl es Zuckermelonen waren. Von daher ein bisschen enttäuschend. Was wir immer noch viel ernten können, sind Tomaten, vor allem diese kleinen Cocktailtomaten hier. Und wer auch gut aussieht, aber wo wohl nicht mehr so viel kommt, ist halt diese tolle, wunderbare Aubergine. Kann man die eigentlich überwintern, frage ich mich jetzt gerade mal so. Weil das wäre ganz cool, weil diese Pflanze sieht so toll aus. Habe ich halt nur ein bisschen spät so umgetopft und so. Ja, und hier ist noch die Peppino, die sieht quasi auch aus wie das letzte Mal. Wo ist sie denn? Da. Kriegt langsam lila Streifen und muss sie nachher auch mal gießen. Hier der Spinat, den hatte ich ja kräftig ausgesät. Der ist hier irgendwie, keine Ahnung, weggespült worden oder so wahrscheinlich. Und was richtig, richtig cool ist, eine Überraschung, wir hatten von Andi Himbeeren bekommen und ja, da wächst gerade richtig viel. Also da dachten wir, da kommt in diesem Jahr nichts mehr. Scheint eine späte Sorte zu sein. Sieht richtig, richtig gut aus. Und was auch richtig gut aussieht hier, ist unser Hochbeet, das Palettenhochbeet, unser erstes, was wir hier hatten. Schaut euch gerne mal an, wie wir das befüllt haben. Eines unserer ersten Videos war das damals sogar. Und hier kommt auch der Grünkohl langsam. Der sieht nicht schlecht aus. Da kann man auch schon diverse ernten. Aber wir haben ja auch den ganzen Palmkohl. Also erstmal der Palmkohl. Und ich werde hier an diesen Bohnen heute einiges zurückschneiden, glaube ich, damit da mehr Platz ist für den Pok Choi hier und den Grünkohl. Genau. Dann ist hier noch eine Paprika. Was mit der noch wird, das werden wir sehen. Da hinten Chilis diverse, die auch schon ziemlich reif sind. Pok Choi, super, super lecker. Ähnlich wie Mangold, immer wieder geil. Und was ich letztes Mal auch geerntet habe und auch dieses Mal wieder mitnehmen kann, sind die, sind die Rosenkohle hier. Richtig toll sehen die aus. Also da kann ich nur sagen, das hat sich hier im Hochbeet auf jeden Fall gelohnt. Und man sieht ja auch, wenn ich mal ins Weitwinkel-Format gehe, der ist halt riesig groß und der zweite hier drüben auch. Also da ist schon ordentlich was dran, was langsam durch ist. Glaube ich auch, weil es zu kalt wird jetzt langsam, ist unsere wunderbare Aubergine, die wir hier aus Berlin Mitte bekommen haben als Jungpflanze. Vielen Dank nochmal dafür. Wobei ich sehe, da ist sogar noch ein kleiner Fruchtansatz. Meint ihr, da kann jetzt noch was kommen, wenn wir einen goldenen Herbst bekommen? Muss es dafür nur warm sein oder reicht Sonne aus? Schreibt es gerne in die Kommentare. Ja. So sieht das hier aus. Wächst alles gut. Da hinten ist ja auch noch diese kleine Aubergine. Mit diesen Mini-Aubergine, da weiß ich immer nicht, ob man nicht die ernten kann. Aber eigentlich wächst da auch nicht mehr viel. Ich glaube, ich kann die auch ernten. Ja, Hecke hatten wir auch geschnitten zuletzt. Und dementsprechend, ja, war das erstmal von dem Teil. Teich sieht auch sehr herbstlich aus. Da haben wir ja hier Pampasgras. Und dieses Pampasgras ist richtig schön jetzt aufgekommen. Und das, apropos Pampasgras, Chinagras sieht genauso aus. Das dachten wir auch, hatten wir zweimal von dem Hersteller bekommen. Weil es erstmal komplett kaputt gegangen ist, dachten wir beim zweiten Mal eigentlich auch. Da hängt sogar noch ein Kürbis, der geerntet werden muss. Und was richtig grün aussieht, ist hier, sind aber diese Aussaaten mit Salat und Spinat in diesem Beet. Ja, und dazwischen auch ganz, ganz sehr viel Grün. Unkraut oder Beikraut, das wird raus. Ach, und da rankt, glaube ich, ganz viel Clematis. Der Wein wird auch geerntet. Und apropos Ernte, wir haben auch die Erlaubnis bekommen von unserer Gartenfreundin Ilona. Da dürfen wir Äpfel ernten und das werde ich mit dem Tim auch gleich machen. Genau, das war unser kleiner Rundgang durch den Kleingarten hier in Berlin-Pankow. Es ist viel zu tun, aber irgendwie ist auch alles nicht immer so ermutigend derzeit. Schreibt gerne mal in die Kommentare, was ihr denn macht. So, wenn ihr so einen Herbstblues irgendwie schiebt oder die Motivation fehlt, wenn man ein bisschen, wenn alles zu grau ist. Ja, Tim, du bist eh ausgeschaltet. Musst mir anschalten, wenn du jetzt wieder was dazwischen labern willst wahrscheinlich. Ja. Ich bin doch bei dir. Du bist bei mir. In diesem Sinne verabschieden wir uns von euch. Wünschen euch eine tolle Woche und wir sehen uns nächste Woche in alter Frische. Ja, werden wir, auf jeden Fall. Klasse, genau. Schön, ne? So, vielleicht ja. Können wir jetzt raus aus dem Regen, Robert. Es regnet nicht. Es hat aber die ganze Zeit geregnet. Und da haben wir nochmal eine Pflaume zu sehen. Ist das so eine blaue Sorte? Und die hat so Haare.
Ja, und diese Haare, die sind, ja, die sind halt einfach manchmal ein bisschen lästig, aber meistens auch ganz, ganz nett. Nicht wahr, Tim? Was? Mein Ton ist auch gar nicht an. Doch? Ach so. Oh. Was willst du jetzt von mir hören? Ja, die blaue Deine Pflaume. Pflaume ist haarig, das habe ich verstanden. Ja, So, und? gut. Und die Kamera war die ganze Zeit auf dich gerichtet. Ja.